Drachen segnen alle. Nun, das ist mein Nachtrag zu dem, was ich gestern so erlebt habe. Und zwar am allermeisten bei der Rückfahrt von Möhlin, von der Mission. Bei der Mission habe ich ein, zwei Kleinigkeiten erlebt, die exemplarisch sind, die jeder kennt, vielleicht 100 Mal sogar erlebt hat, schon im Monat vielleicht. Einfach direkte Absage. Ja. Da fragen sie so ganz lieb, ja, um was geht es da bei dem Traktat und so. Und ja, ich sage so, es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Und dann kommt direkt nein. Einer hat so reagiert, als würde ich hier sagen, ja, irgendwie wie eine Einladung geben, ja. Ja, komm, so Einladung zu einem, keine Ahnung, etwas Gefährlichem, ja. Aber diese Reaktion war so, sie kennt das, aber sie will nicht. Also ein willentliches Nein zur Wahrheit. Eine andere hat dann gesagt, ja, sie wäre schon in der Kirche, sie würde sogar dort dienen. Ja, was ist denn so falsch dran? Sie hat gesagt, ich wäre von einer Sekte. Ich habe ihr dann ganz klar gesagt, dass das nicht so ist. Sie konnte es allerdings nicht fassen. Weil sie kennt das nicht, dass man den anderen weiter sagt, dass unser Herr Jesus Christus der Weg ist. Einziger Weg. Wenn man das nicht kennt, wird man andere damit beurteilen und sagen, ah, schau doch, das ist eine Sekte. Ja, und wieder nein. Und habe ihr gesagt, sie kennen den Weg. Sie hat gesagt, ja. Aber wenn ich das so von außen beurteilen müsste, würde ich sagen, nein. Ja, und das in aller Liebe, nein. Tut mir leid. Weil wie es im Herzen ist, so spiegelt es nach außen. Wenn du nach außen hin nichts siehst, ja, das sieht man einfach, dass wenn unser Herr Jesus Christus in deinem Herzen ist, dann verändert es alles an dir. Von Grund auf. Und da war diese Veränderung nicht da. Und das kann ich mir zu 100% sicher sein. Da war die Veränderung nicht da. Also, warum nein? Warum immer wieder nein? Auch eine ganz schwer kranke Person war vielleicht vom Herrn enttäuscht oder so. Keine Ahnung. Der Herr enttäuscht zwar nie, aber der Mensch lässt sich gerne täuschen vom Feind, der einem einredet, ja, guck doch, wo ist dein Gott? Ja? Hat doch gesagt, seid gewissig dabei bis ans Ende aller Tage. Wo ist er denn? Ja, wenn der Feind so anfängt, ja, an dem Fundament zu rütteln, musst du feststehen. Und das geht nur, wenn du deinen Glauben fest gegründet hast auf unseren Herrn. Nun aber, wie sieht das jetzt aus, diese drei Exemplare? Ja? Und jetzt noch das vierte beim Rückfahrt. All diese Jugendlichen, die da zum Ausgang unterwegs waren, zum Party machen, Drogen nehmen, ja, vergewaltigen und sich vergewaltigen lassen. Diese Menschen, die tun nichts anderes. Ja. Einige von denen kommen entweder schwerst besessen zurück, und das waren sie schon. Ich habe das gestern schon versucht aufzunehmen, aber das Video war zu emotional. Ich war da völlig niedergeschlagen. Das war zu extrem. Aber ich kann dir sagen, diese Jugendlichen, die waren schwerst besessen. Da ist die Persönlichkeit von diesen Menschen kaum mehr da. Ja? Ich kenne das von ihrem Verhalten und ihrem Reden. Und in der Intensität wie gestern, das habe ich noch nie so bekommen. Ja? Noch nie. Das war für mich extrem eigenartig. Ja. Nun, diejenigen denken, dass sie ewig leben würden. Ja? Das hat der Teufel denen irgendwie versucht, also irgendwie geschafft, einzugeben. Bei jedem Menschen. Dass sie immer leben. Und wenn sie doch sterben, kommen sie eh zurück. Ja, das ist der buddhistische Irrsinn. Du kommst ja eh zurück. Und das ist besser. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Ja. Wenn man den guten Mensch-Test mit ihnen macht, dann fallen sie durch und denken immer noch, ach, das geht doch schon. Aber doch kommen sie dann zum Grübeln. Ja, und wenn du denen natürlich erklärst, also wie können sie denn bestehen vor Gott? Ja, wenn du das ihnen erklärst, kommt es in ihr Herz und dann können sie das Ganze erkennen. Ja? Also,
was geschieht nun mit diesen Menschen? Sie sagen nein und nichts anderes. Das geschieht. Einfach nein. Aus Bequemlichkeit, weil ihnen eingetrichtert wurde, sie würden ewig leben und wenn sie doch sterben sollten, dann kommen sie eh zurück. Und zwar in ein besseres Leben. Nichts von all dem stimmt. Ja? Die Bibel zeigt uns ganz klar auf, wie das Ganze aussieht, wenn du deine Äuglein hier zutust in dieser Welt und dann auf der anderen Seite aufmachst, ohne das Leben hier angenommen zu haben. Und das Leben ist nun mal unser Herr Jesus Christus. Da wachst du am falschen Ort auf und dann ist alles zu Ende. Da gibt es kein Zurück, da gibt es gar nichts. Ja? Diese Menschen allerdings sind dies nicht bekannt. Der Feind macht sie dafür blind. Was muss denn eigentlich aber geschehen, dass diese Menschen allesamt sich fragen, wohin geht es denn wirklich? Ja? Was muss geschehen? Überlege dir das gut, obwohl ich dir die Antwort jetzt gebe. Was muss geschehen und was meinst du, wird es geschehen? Es muss dieses gesamte System kaputt gehen. Auf eine Art und Weise, punktuell. Dort, wo die Finanzen und alles so zusammengehalten werden, dort muss etwas Fatales geschehen. Was der Herr natürlich bewirkt, selbstredend, der Herr hat alles unter Kontrolle. Ja. Auch wenn wir immer denken, ja, die Freimaurer tun das oder die Elite allgemein. Der Herr lässt das zu. Alles in dem Maß, wie es erlaubt ist zu tun. Das sollten wir immer nicht vergessen, immer vor Augen halten. Der Herr lässt dies alles zu, weil es müssen Schrecknisse geschehen, Kriege, Seuchen, Tod herrscht immer noch. Ja. Verführungen geschehen immer noch. Das wird alles ein Ende haben. Aber bis dahin geschieht dies alles. Aber etwas muss geschehen, punktuell. Eine riesige Katastrophe, dass viele kurz vor dem Ende noch aufwachen können. Dann kommen sie zur Erkenntnis der Wahrheit. Vorher, bei dieser Bequemlichkeit, wenige, ja, nur wenige. Es kommt etwas sicherlich Gewaltiges. Ich würde es gerne darüber mehr sagen, aber lieber nicht. Ja. Aber es kommt ziemlich rasch und es wird ziemlich fatal. Und dann aber werden sie aufwachen und danach fragen, wohin geht's? Ja. Würde so etwas nie passieren, würden extrem viele immer weitermachen, ja, uns belächeln und wie gestern auch zwei Männer dort Traktat gegeben und ja, haben einfach nur gelacht über unseren Herrn Jesus Christus. Die belächeln das doch nur. Aber der Herr ist gütig und gnädig. Der Herr wird sicherlich auf die Art in die Welt noch einmal rufen. Aber danach ist Schluss. Weil durch die Naturkatastrophen ruft der Herr zu ihnen. Und sie rufen, ja, das ist weil der Allah ist böse jetzt und weil wir viel Geld verlangt haben, dass die Menschen da in die Mekka kommen und so einen Unsinn. Die verstehen es nicht. Der Herr hat mit den 10 Plagen, mit einigen von diesen 10 Plagen dort in Mekka und Medina und dort rundherum überall zu ihnen gerufen. An anderen Orten geschehen Schrecknisse. Sie sind wie diese Viren, die neu jetzt ausgebrochen sind. Aber der Mensch will nicht hören. Aber der Herr ruft immer weiter, weil es gibt ein fatales Ende. Das gibt's und das kommt. Und zwar extrem rasch. Weil die Zeit ist fertig. Wir sind so im Abspann, das kapieren immer noch viele nicht. Ja, wir sind im Abspann. Ja, das wird schrecklich für die Welt. Und doch weiß ich ganz genau, und das glaube ich nicht nur, das weiß ich, dass extrem bald etwas Fatales geschieht, dass viele, viele aufwachen können. Und auf das bin ich gut vorbereitet. Wie ich immer gesagt habe, ich bin in meiner Arbeitsstelle wirklich nur, das ist eines der Hauptgründe, besser gesagt, der andere Grund ist zu privat, keine so tiptoppe Sache, aber ja, wir müssen auch ausharren bei dem, was wir noch am Tun sind.
Aber eines dieser Gründe ist ganz klar, wie ich einmal gesagt habe, wenn da etwas Katastrophales in der Welt geschieht, sodass diejenigen dort sich fragen, wohin geht es nun, wenn sie in Angst und Schrecken sind und die wissen, ich bin ein Christ, ich darf dann auf sie zugehen, ja, bevor sie anfangen wegzurennen wegen der Katastrophe, die über die Welt gekommen ist, dann darf ich zu denen hingehen und zu ihnen verkünden. Und sie können sich dann frei entscheiden, ob sie zu unserem Herrn Jesus Christus wollen oder nicht. Was sollen sie denn tun? Wohin sollen denn meine Mitmenschen dort gehen? Hunderte. Wohin sollen sie denn gehen, wenn ich als ein Kind Gottes, als einziger Kind Gottes dort, zu ihnen nicht dann sagen kann, schaut, diese Entscheidung müsst ihr jetzt treffen. Es ist etwas Fatales passiert in der Welt. Es geht jetzt sehr rasch zum Ende zu. Wir haben keine Zeit mehr. Was werden die dann tun? Entweder ja sagen oder nein, wie gewohnt. Aber sie sehen dann direkt, das, was jetzt gerade geschehen ist, so wird es nie wieder weitergehen in der Welt. Das kommt. Ja, es kommt. Das wird schlimm. Das sind meine Gedanken dazu. Da hat dann diese Personen, die Nein gesagt haben gestern, und diejenigen, die da in Party und alles waren, die werden sich dann sehr rasch fragen, oh, denn dann habe ich ja keine Zukunft mehr. Ja, was ist denn der Sinn des Lebens? Wohin soll ich denn jetzt gehen? Was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich denn jetzt essen und trinken? Es gibt nichts mehr. Ja, was soll ich tun? Gibt ja doch keine Zukunft für mich. Wo soll ich denn nun hin? Ja. Das sind meine Gedanken dazu. Und das wird ziemlich interessant, wenn dies passiert. Und ich bin bereit dazu. Es wird auch schlimm für uns, Kinder Gottes, wenn wir da durch müssen, aber tja, wenn es so geschehen muss, dann wird es so sein. Aber kommt jetzt ziemlich rasch. Ja? Darum sei bereit zu verkünden, auch wenn es extremst unangenehm wird. Amen.